So, und weiter geht's. Cese Automotive Golf 8 GTI. Hier, gutes Stück Heckansatz. Einfach zum Aufblenden. Wir machen hier gleich mal die Probemontage. Schaut doch ja, nice aus. Aufblenden in dem Fall viel einfacher. Ihr müsst den ganzen Käse überhaupt nicht demontieren, denn das rauszubauen, es wird immer, immer komplizierter. Also man muss sagen, früher waren das ja 4, 5 Schrauben, klack, mal so ein Ansatz draußen. Mittlerweile, gerade bei den VAG-Modellen, ein Kampf gegen tausende von Clips und was auch immer, ein Stecksystem. Hier einfach ankleben, 3 im Klebeband, und wenn es nervt, einfach wieder abreißen, sprich Leasingrückläufer. Das haben wir nämlich hier, das Fahrzeug muss nämlich in einem Jahr zurück. Hier müssen wir dann natürlich wieder die Trägerhilfe anbringen. Wichtig sind natürlich hier die Bereiche. Und in dem Fall machen wir auch noch vorher einen Primer drauf. Vorher muss natürlich auch noch sauber gemacht werden. Also nicht einfach hier mit dem Primer loslegen. Und dann natürlich nur an den Punkten, wo wir das 3M-Klebeband verwenden. Sau coole Sache, im Hand- und Drehen, Heckansatz, einfach angeklebt. Hier funktioniert das super einfach und gerade beim Golf 8 GTI, wir haben weiterhin die Original-Kunststofflinie, die läuft durch das komplette Fahrzeug und führen das Ganze dann unten im Glossy-Material nochmal fort. Ich denke, perfekt und eine gute Kombination. Von dem her würde ich sagen, dranbleiben, denn es geht weiter mit dem Golf 8 GTI Umbauprojekt. Im Übrigen, das Fahrzeug steht auf der Motorshow Essen. Wenn ihr Bock habt, uns zu besuchen, freut uns. Und ja, dann würde ich sagen, wohlwollende Kommentare liken, teilen und bis demnächst. CSR.